Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Heute mit einem Double-Upload. Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder im wahrsten Sinne des Wortes, denn Prinz Markus von Anhalt hält sich für den Größten und gibt mal wieder Sat.1 die komplette Schuld an dem Desaster beider Sendungen Promis unter Palmen und den ganzen Ereignissen, die sich dadurch natürlich auch ergeben haben. Er wirkt jetzt ein wenig nüchterner, allerdings ist er sehr von sich selbst überzeugt. Er hat auch einen ziemlichen Abo- oder Follower-Zuwachs bekommen, den ich auch für ein wenig dubios halte, denn er hatte 500.000 Follower und jetzt hat er 1 Million innerhalb von einigen Tagen dazu bekommen. Und so viele Likes und so viele Aufrufe haben seine Videos gar nicht. Ja, ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Ich möchte ihm natürlich jetzt nicht vorwerfen, dass das alles vielleicht auch gekauft sein könnte, aber er wäre nicht der Erste, rein theoretisch zumindest. Aber er mag ja auch uns Kritiker und er mag ja auch die Hater, denn die bringen ihm so viel Geld. Und das sagt er auch in seinem Video, sagt auch eine ganze Menge nochmal zu Willi Herren beziehungsweise zu Promis unter Palmen, Sat.1, generell zu seiner Situation. Und das wollte ich euch hier nochmal zeigen, um das Ganze auch dann für euch hier aufzubereiten. Denn er sagt auch einiges zu den Kandidaten, mit wem er da noch so Kontakt hat und zu wem nicht. Und ich finde das dann schon irgendwie so ganz interessant, nochmal ein Update zu liefern. Ansonsten wundert euch jetzt nicht, dass ich das ein bisschen gekürzt habe, denn der Anfang, da geht es um Kryptowährung und er lobt sich da selber. Das fand ich dann ein bisschen nervig. Den Anfang habe ich weggecuttet und ich habe auch oben links etwas ausblenden müssen. Ich vermute auch, der kriegt noch von Instagram richtig Ärger, weil dort ist halt eine nackte Frau auf dem Buch zu sehen. Und das muss ich natürlich für YouTube zensieren. Also da werde ich dann was rüber machen. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Aber ja, hört erstmal selbst, was Prinz Markus von Anhalt so zu sagen hat. Und es geht immer nur noch to the moon. Und ich liebe das. Und dann habe ich noch diese, nebenbei habe ich noch diese Fernsehshow gemacht, wo jetzt ganz Deutschland mich beschimpft oder so. Aber unterm Strich kriege ich ein kleines Beispiel. Ich hatte 500.000 Follower auf Instagram. Jetzt, nach 3 Wochen, mit dem ganzen Theater in Deutschland, danke Sat.1, habe ich 1 Million Follower, weil alle hören wollen, was ich sage. Und weil ich nun mal die scheiß Wahrheit sage. Ich lüge nicht, ich sage die Wahrheit. Ich bin in Kontakt mit der Familie von Willi Herren, der mein Freund war. Und es tut mir sehr leid, dass er gegangen ist. Ich habe heute mit seinem Bruder telefoniert, eine halbe Stunde lang. Und die sind natürlich alle am Ende. Als ich meinen Bruder Oliver, Prinz Oliver, durch einen Motorradunfall verloren habe, war ich auch am Ende, weil konnte ja keiner mit rechnen. Und das Gleiche war beim Willi. Und ich kann nachvollziehen, wie die sich alle fühlen. Es tut mir sehr leid. Und da hilft auch das Geld der Welt nichts. Aber trotzdem habe ich natürlich nicht meinen Fokus verloren und aufgehört, Geld zu verdienen, weil der Willi gestorben ist, sondern ich jetzt erst recht. Weil der Willi hatte auch Geldprobleme und wenn man keine Geldprobleme hat, dann bringt man sich vielleicht auch nicht um. Also wenn es einem wirklich super, super geht wirtschaftlich, dann... Okay, andere reiche Leute haben sich auch schon umgebracht, das ist auch wieder Blödsinn, was ich sage. Aber trotzdem, der Willi hat sich ja wahrscheinlich nicht umgebracht, er wollte sich ja wahrscheinlich nicht umbringen. Wahrscheinlich war es ein Unfall durch irgendwelche Substanzen, die vielleicht nicht so gesundheitsförderlich sind. Und wer weiß es schon. Fakt ist, dass sich jetzt die Teilnehmer der Promis unter Palmen Chaos Show gegenseitig bekriegen. Und das finde ich auch scheiße, weil wir sollten eigentlich zusammenhalten. Katie Bam, ich habe nichts gegen dich, ganz einfach gesagt. Ich finde es nur ekelhaft, wenn 2 Männer sich küssen. Und so einfach ist das. Und wahrscheinlich 99% der Weltbevölkerung findet es ekelhaft, wenn 2 Männer sich küssen, weil es halt eben einfach nicht normal ist. Aber ich mag dich trotzdem, war es eigentlich sympathisch. Wir haben uns gut verstanden. Wir haben uns ja auch ausgesprochen. Du hast es dann so dargestellt, wie wenn ich nicht ehrlich wäre. Und ich habe aber nur mich entschuldigt für die Art und Weise, wie ich es dir gesagt habe, weil ich auch betrunken war und weil ich sehr aggressiv war. Und wenn man mich aggressiv macht und wenn ich was getrunken habe, dann gibt es kein Zurück mehr. Da geht es nur noch von 100 auf 120, 160, 180, 240 und es gibt keine Grenze. Keine Grenze. So, also mit mir darf man sich so nicht anlegen. Hast du auch nicht gemacht, du hast dich dann auch zurückgezogen, rausgehalten, weil du schlau bist. Wenn ich dann jetzt an Melanie Müller denke, das meine Freundin ist, Julia Siegel, die meine Freundin ist, Willi Herren, der mein Freund ist,
Calvin Kleinen, der jetzt mein Freund geworden ist, dann muss ich sagen, Elena Miras mag ich auch, war auch jetzt hier in Dubai, habe ich getroffen. Emmy Russ, sowieso ein süßes Mädchen. Wer war sonst noch dabei? Die Zutätowierte, die war so langweilig, dass ich mich gar nicht mehr an den Namen erinnern kann. Und dann Töpperwien, ja, ist halt ein spezieller Charakter. Dann Stoltenberg, ich weiß gar nicht, warum der überhaupt eine Existenzberechtigung hat in der Medienwelt. Keine Ahnung, was der geleistet hat. Er war noch dabei. Die anderen habe ich vergessen. Aber jetzt gegenseitig sich zu bekriegen, ich kriege es ja mit, ich werde hier angefeindet und dann springen alle auf den Zug irgendwie auf den Medienzug, um irgendwas von meinem Fame abzukriegen, um irgendwas noch zu sagen, dass sie, ich kenne das Spiel ja, mein Vater hat damals behauptet, Prinz Frederik von Anhalt, mein Vater hat damals behauptet, er wäre der Sohn von Anna Nicole's Baby, weil die mal Sex hatten in New York. Zu der Zeit, als sie schwanger wurde. Und dann war das ein riesen Pressewirbel. Und mein Vater war in allen Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Und es war unfassbar. Bei uns stand CBS, ABC, CBN, alle standen vom Haus mit Übertragungswagen. Über 100 Reporter standen im Hof und haben meinen Vater interviewt. Es war so ein Pult aufgebaut mit so ganz vielen Mikrofonen drin, wie wenn jetzt der Präsident von Amerika spricht oder Präsident von China oder Präsident von Russland. Es war unfassbar, ich konnte das gar nicht begreifen damals. Aber dann habe ich gelernt, Medien zu verstehen. Alles, was ein heißes Thema ist, es wird hochgekocht ohne Ende. Und irgendwann kam mein Papa morgens zu mir hoch. Ich habe ja in Bel Air gewohnt, im Penthouse und er unten drunter. Und sagte zu mir, verdammte Scheiße, die hat mir jetzt die Story kaputt gemacht. Wer? Das war damals Britney Spears, als sie beim Friseur war und sich eine Glatze rasiert hatte. Und dann haben alle Zeitungen und Internetportale nur noch über Britney Spears und ihren rasierten Schädel gesprochen. Und keiner mehr über meinen Papa und Anna Nicole Smith, ihr Kind. Und der Mann, mein Vater, der ist ein Medienprofi. Ohne den gäbe es ja überhaupt keine Nachrichten in Deutschland. Ja, er sorgt doch immer wieder für tolle Nachrichten. Das ist halt nur mal sein Job, seine Art, das ist, was er kann. Und das kann er wie kein anderer. So, und der hat mir das Spiel erklärt. Und jetzt kriege ich mit, jetzt bin ich in allen Schlagzeilen und das heißt, ich werde angefeindet. Also ich kriege nur positive Nachrichten. Ich kriege nur Nachrichten wie, endlich mal einer, der sagt, was er denkt. Endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. Endlich mal einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und genauso ist es auch. Ich sage, was ich denke und ich denke, was ich sage. So einfach ist das. Und wenn es euch nicht passt, einen Knopf drücken und dann bin ich weg. Ausschalten. Und wenn ihr es hören wollt, dann könnt ihr natürlich auch drüber lästern. Die Lästerattacken sind das größte Volume für mich, das größte Guthaben. Wenn die Leute schlecht über mich sprechen, steigt mein Instagram, steigt mein Facebook, steigt meine Reichweite. Also, lästert weiter, ihr tut mir damit einen Gefallen. 2013 war ich die am meist besuchte Webseite Europas mit Facebook. Ich habe 220 Millionen Menschen erreicht. Warum? Weil ich provoziert habe. Und weil ihr alle so viel geschrieben habt, geschimpft habt, hat natürlich Facebook meine Reichweite erhöht. Ist ja klar. Es ist wie eine Fernsehsendung, die 30% Einschaltquote hat. Das ist doch geil, da kostet die Werbung mehr, da gibt's mehr Geld und, so wird das Spiel nun mal gespielt. Aber ihr versteht das alles gar nicht, ihr müsst das mal lernen. Aber ihr müsst das gar nicht lernen. Lernt lieber mit mir, wie man im Krypto-Wahnsinn, der jetzt momentan herrscht, viel Geld verdient. Wie man aus 1.000 Euro 10.000 Euro macht oder aus 1.000 Euro 3.000. Hilft dir auch schon und das mache ich so mit dem Fingerschnipp. Also, ich empfehle allen Beteiligten von Promis unter Palmen, dass sie nicht übereinander herlästern, sondern die Schuld an dem ganzen Chaos hat ja die Produktionsfirma. Schein Endemol heißt die. Für Sat.1 tätig. Und das sind doch die Bösen, die Bösewichte. Ich bin nicht der Bösewicht diesmal. Sat.1 ist der Bösewicht. Schein Endemol ist der Bösewicht. Ich bin nur Mittel zum Zweck gewesen. Also habt einen schönen Abend. Life is better in Dubai. Ich genieße mein Leben und hört auf mit Streiten. Haltet zusammen. Alle, die bei Promis unter Palmen waren, ich mag euch alle. Manche mehr, manche weniger. Aber ich mag euch alle. Ich hasse sowieso gar niemanden.
Auch nicht die Hater, weil die bringen mir einen Haufen Geld. Seid vernünftig, lasst uns mit Krypto viel Geld verdienen, lasst uns reich sein. Und dann seid ihr alle viel entspannter, wenn ihr Geld habt. Und dann bringt ihr euch auch nicht um. Unter meinem Video hatte ich auch einige Leute, die meinten, Mensch, was ist denn, wenn er recht hat und wenn Sat.1 wirklich eine riesige Mitschuld trägt und das alles stimmt, was er da so gesagt hat. Und manche haben auch gesagt, Mensch, Betrunkene sprechen nun mal die Wahrheit. Und das ist doch recht interessant, was er da sagt. Und ich muss auch sagen, ich fand da viele schon sehr interessant und ich gebe ihm da auch zum Teil recht, denn Sat.1 hat natürlich auch eine Mitschuld und die haben den Cast dort auch ausgewählt und wussten, glaube ich, ganz genau, dass man sich mit Prinz Markus von Anhalt und dieser ganzen Kombo aus den Leuten ein riesiges Pulverfass dort auch eingekauft hat. Und dass das eskalieren könnte, das wussten die, glaube ich, auch vorher, dass das dann so durch die Decke geht und dass dann sogar einer der Kandidaten leider Gottes verstirbt, das konnten sie natürlich dann auch nicht wissen. Allerdings, wie Sat.1 sich so in den letzten Wochen benommen hat, Videos gelöscht hat, Videos generell geclaimt hat, die darüber berichten wollten. Generell haben sie Leuten Schwierigkeiten bereitet und haben alles gelöscht, was über Promis unter Palmen ja nicht bei drei auf dem Baum war, beziehungsweise haben die natürlich auch auf ihrer eigenen Plattform alles runtergenommen. Und da, finde ich, schützt man zum einen Prinz Markus von Anhalt, auf der anderen Seite natürlich auch einen Willi Herrn. Ich finde es auch sehr schlecht, dass jetzt auch ein Prinz Markus von Anhalt quasi den Tod dort auch ein wenig ausschlachtet und halt auch seinen Freund immer wieder auch zum Thema macht und Sat.1 die Schuld gibt und darüber mutmaßt, wie er nun verstorben ist, ob das jetzt eine Überdosis war oder vielleicht sogar was anderes im Raum steht. Ja. Also ich finde, das sollte man alles rauslassen. Man sollte auch die Person und die Familie und Freunde schützen und generell jetzt nicht solche Themen da so krass in seinen Videos bei Instagram oder in seinen Stories breit treten. Das ist nochmal so meine Kritik an ihn, dass er sich auch mal für den Größten hält und alles für richtig, was er da macht, ist halt auch absolut narzisstisch und auch schon sehr, sehr verwunderlich. Wenn man ihn sich so anguckt, merkt man nämlich, dass da, glaube ich, auch viel hinterfragt wird, auch von ihm. Er hat ja auch sehr viel an sich da machen lassen. Das ist natürlich immer Geschmackssache und soll jeder selbst entscheiden, aber das wirkt dann auch gar nicht so selbstbewusst, wie er das da immer darstellt. Ja? Also auch die homophoben Äußerungen und die ganzen Sprüche gegen Katie Bam bei Promis unter Palmen, die gehen natürlich gar nicht. Das möchte ich hier natürlich auch nochmal unterstreichen. Das hatte ich ja in meinen letzten Videos auch schon getan. Und dann soll es das auch mit dem Video gewesen sein. Wenn ihr die tägliche Dosis Trash nicht mehr verpassen wollt, dann lasst gerne auch ein Abo da. Wir sehen uns morgen um 9 Uhr schon wieder beim nächsten Video und beim Livestream um 18 Uhr am Sonntag. Wir sehen uns dann. Bis dann und ciao, ciao.